Hey! Nein. Nicht. Danke. Los. Hey, du bist doch eigentlich schon. Hey, der ist doch schon tot. Der hat doch gar kein Nix mehr. Hä? WTF. Junge, 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 Junge. Meisel 46, danke für deinen Sub. Dankeschön. Okay. Ich speichere mal. Okay, Hansi scheint auf jeden Fall jemand Normales zu sein. Es sind zumindest sind es normale Fußspuren. Also sieht zumindest nach normalen, nein, ich will jetzt nicht sagen menschlichen Fußspuren aus, aber sieht zumindest so aus, als wenn sie... Ja, aber, ne, weiß, was ich meine. Sind zumindest schon mal keine Monsterfußspuren. Das ist sehr beruhigend. Die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Das ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Ich finde ihn jetzt aber... Ich finde ihn jetzt auch süß. Also keine Ahnung, ich finde ihn jetzt nicht so schlimm. Naja. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen. Noch nicht. Also vielleicht nicht. Mal gucken. Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Wie stolz. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Stolz ja gerade so. Ja, ich wohne hier. Guck dir meine Höhle an. Voll gut. Was ist los? Kannst du nicht reden? Wie gemein ist denn das jetzt? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich verstehe dich nicht. Kannst du es mir irgendwie erklären? Ich verstehe dich nicht. Kannst du es mir irgendwie erklären? Ich verstehe dich nicht. Kannst du es mir irgendwie erklären? Okay, Schluss jetzt. Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Okay. Hansi, warte, ich komme. Die Facecam noch anmachen. Hansi, ich komme. So, Hansi, wo geht's noch an Göttlinge? Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz den Eintrag von den Göttingen angucken. Die Gott-Inge. Wo ist sie denn, die Gott-Inge? Ghoul, Gruftweiber. Alter. Das sieht aus wie ein Telefonnummernbuch. Gottweiber. Gruftweiber. Drakonine, Geister? Wo sind denn die Göttlinge?
schnieges Vibe. Die Trauerschnepfe, Gruff-Vibe. Die richtig heißen Chicas hier am Start. Ah, hier. Gottlinge. Okay. Na gut. Let's go. Folge Hansi. Hansi, ich komme. Warte mal, da vorne sind Gefahren. Ich kann nicht rennen. Hansi! Verdammt. Vollen Bienen. Hör mal auf jetzt, bitte. Hör mal auf jetzt. So. Ich knall mir mal hier so einen Trank rein. Hansi, komm ran. Die Gefahr ist gebannt. Hansi! Bleib dicht bei mir. Warte mal, hier sind Bienen. Hilfe. Ehrenhansi. Absolut. Speicher mal. Mal gucken, was dem die Stimme verschlagen hat. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Ich hab gleich so einen Wahlzettel, weißt du? Dann muss ich wohl hochklettern. Ja. Geil. Okay. Dann gehen wir da mal hoch. Okay, so einfach kommen wir da nicht hoch, wa? Wenn wir hier außen rumgehen. Im Rabennest. Ich weiß, wir haben ja schon mal so ein Nest gesehen, dann war das ein Greif. Ne? Das war ein Greifennest. Die sind ja auch auf solchen Simsen hier. Simsen. Okay, das ist nur ein Pferd. Ach, das ist unser Pferd. Hey, plötzlich, was geht? Cool, dass du hier oben bist. So, mal gucken, was da drin ist. Versiegelte Flasche und Rabenfeder. Diese Flasche gemeint. Gib Hansi die Flasche. Ist er abhängig oder was? Hansi, Alkohol ist nicht gut. Das ist auch keine Lösung. Aber gut. Wir geben sie ihm trotzdem mal. Hansi! Guck mal. Hier. Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Was? Fertig gefeiert? Was? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Können wir die Stimme vielleicht wieder irgendwie löschen? Ist ja schlimmer als vorher. Als er noch die Fresse gehalten hat, fand ich ihn süßer. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche?
Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Dominik, alles Gute zum Geburtstag und ich glaube Hansi. Hansi heißt in Wirklichkeit heutzutage Philipp und ist jetzt bei der CDU als jüngster Bundestagsabgeordneter. Ich glaube, das ist der. Safe. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Oh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich! Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Alter, die Smiley-Kette da gerade mit diesem Typen. Warum? ja. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen. Und ich bin kein Flegel. Komm mit. Ihr seid doch bescheuert, ey. Dieser Typ. Bester Smiley. So. Let's go. Dann wollen wir mal gucken, wo Hansi uns jetzt hinführt. Oh, da vorne ist wieder Action. Wir speichern nochmal. So. Vorsicht. Moin. Hey. Oh. Freundchen. Hey, 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 hey. Packen Sie mal bitte wieder Ihre Brüste rein. Sie lenken mich ab. Ja, hör mal auf jetzt. Was ist schräg mit dir? So, dann hier ein bisschen Obst. Dörrobst, her damit. Und was haben wir hier? Guten Tag. War das Ihre Frau mit den großen Brüsten? Ich hab mir die mal zur Brust genommen. Kappa, Kappa, Kappa. Huch, Hansi, wo bist du? Warte mal, unser Schwertchen geht am Arsch. Warte mal. So. Okay. Hansi, dir nach. Und jetzt kommt der Kappa-Train hier reingefahren. Oh Gott. Hansi, jetzt komm, jetzt lass mal losziehen hier. Komm. Let's go.
Plax, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Und der echte Domi, vielen, vielen Dank an dich für dein Sub. Nicht für den Prime Sub. Oh nein, der Kappa Train, Hilfe. Zwischendrin immer dieser kleine Kappas, meint die. So, jetzt lauf doch mal, komm, warum? Ich muss dir hinterher. Oh, ruhig. Tschüss. Die Luft ist rein, keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Wunderschön. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Hey, was geht? Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich hab die kleine verirrte Jagna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Na, geht doch. High five. Ich mag den Kleinen. Der hat uns geholfen. Finde ich gut. Oh, oh. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Bitte. Was ist denn jetzt los? Erstmal, Sid Wayne, danke schön für den Subdrain und danke für die 25 Euro. Danke, du Verrückter. So, hier. Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ihr seid also die drei Muhmen. Muhmen? Woher nimmst du ein so garstiges Wort, junger Mann? Die Dorfschnepfen haben wieder getratscht. Unendlich ist die Kleinigkeit der Menschen. Sehen wir vielleicht wie Muhmen aus? Na los, fass mich an, Weißhaariger. Wo es dir am besten gefällt? Ja, ne, so. Weil wenn wir schon mal hier sind, die auf dem Teppich sind schon ganz geil. Aber die Oma halt nicht. Von daher, ja. Bilde ich mir das ein oder besteht der Wandteppich aus Haaren? Oh, sensibel ist er auch noch. Berühm
dich nochmal, Jungchen. Los. Woher habt ihr das Menschenhaar? Noch nie von dem Beschnitt gehört? Hier wird ein Junge zum Mann, wenn sein Haar zum ersten Mal geschnitten wird. Unsere Schwester webt Wandteppiche aus diesen Haaren. Webt sie gerade, ist das Schicksal gnädig. Und wenn sie nicht gerade webt? Dann muss der Stoff entwirrt werden. Irgendwie ist das ein bisschen... Naja, gut. Ich frag einfach nicht, ist egal. Ist das ein Fluch? Seid ihr im Wandteppich gefangen? Oh, er ist neugierig. Flüche treffen uns nicht. Wir wirken sie. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag er nur aschblonde Mädchen. Also diese notgeilen Wandteppiche machen mich schon ein bisschen... Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber okay. gut. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein wunder Punkt. Er blub ein Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwirr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Den Dolch jetzt, oder was? Ach, das ist der Dolch. Cool, der Dolch. Ist der von Seitenbacher? Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Also so ein bisschen gestört ist die ganze Nummer ja schon, ne? Ich mach die mal aus. So, was haben wir denn hier?
Speicher mal und da braucht doch bestimmt keiner, oder? Okay. Ja, wisch mal hier rum. Das sieht ja fürchterlich aus hier. Sieht's denn hier aus? Bravo, Omi. Wisch hier mal. Das ist echt unfassbar. Der Teppich hat mich echt fertig gemacht. Nee. Geralt, wir müssen doch hier bleiben jetzt. Was ist das hier? Ist das für die Kinder? Kommen da Kinder rein, Alter? Also ich will der Oma jetzt nichts vorwerfen, ne? Aber... Sind das... Das sind... Menschen-Skelette? Wir gehen dann mal. Wir gehen. Besser ist das. Wir gehen. Tschüss. Tschüss, Omi. Ziemlich kranke Scheiße, Mann. Ziemlich kranke Scheiße. Okay, wir müssen nach Niederwirr. Das ist hier gleich um die Ecke zum Glück. Wir könnten hinlaufen, aber wir nehmen den Schnellreisepunkt hier vorne. Alter Schwede, die Oma macht mir irgendwie Angst. So. Heidel, Alter, danke für deinen Resub. Dankeschön. Danke dir, Dennis. Und Lord Kaktus, auch an dich ein Dankeschön. Und an Nanny Meets, auch an dich ein Dankeschön. Und natürlich auch nochmal vorhin an die Subbomb von Wayne, Dankeschön. Und auch für die 25 Euro nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Okay, wir müssen mit dem Dorfältesten quatschen. Moin, Bruder. Hallo. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Der ist von Seidebarre. Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel. Unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich, mitten am Tag, finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss.
Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen.